So, wir sind wieder hier bei Hobbs in London, also dem Restaurateur von dem Bild. Sind hier zusammen mit Nico und George, haben letzte Folge ja das Auto repariert, beziehungsweise die Hupe, und werden jetzt mal mit dieser Hupe hier Hobbs wecken und dann mit dem. Ich dachte, das müsste Hobbs hören. Halt! Immer langsam mit den beknackten Pferden. Was treiben Sie da mit meinem Wagen? Hallöchen, wir haben Ihre Hupe repariert. Das hört man. Und was suchen Sie in meinem Hof? Ich störe Sie ja ungern nochmal, Mr. Hobbs, aber... Sag mal! Tja, das hätte besser laufen können. Er strotzt nicht gerade vor Freundlichkeit. Ja, dann hupen wir den ja jetzt nochmal raus. Also... Wir sind ja jetzt nicht extra hier hingefahren, haben ich die Hupe repariert. Es noch mal zu versuchen. Zum Kuckuck nochmal! Hände weg von meinem Transporter! Ja, dann komm doch mal runter. Wir müssen kurz mit Ihnen reden, Mr. Hobbs. Vielleicht sprechen wir ihn einfach auf diesen Brief an. Ich hatte keine Ahnung, was in dem Brief stand. Es hatte kaum Sinn, mit Hobbs darüber zu sprechen. Okay, dann halt nicht. Mr. Hobbs, hätten Sie was dagegen, uns ein paar Fragen zu beantworten? Ja. Ja, Sie würden uns ein paar Fragen beantworten? Ja, ich hätte was dagegen, klar? Nicht wirklich. Gut, verschwinden Sie. Ach, Mann. Dann gucken wir uns Dieser vielleicht... Hobbs steht nicht besonders auf Besuch. Da gucken wir uns vielleicht Irgendwie den... Müssen wir uns doch da reinquatschen können. Ja, wenn ich auch mal dürfte. Vielleicht gucken wir uns diesen Brief einfach mal an. Ich beschloss, den Brief zu öffnen. Vielleicht gibt es da ja irgendeine Information drin, Sehr mit der wir Hobbs... Mr. Hobbs, mit heutigem Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihnen aufgrund vergangener Vorkommnisse keine Modelle mehr schicken. Dann war von Hobbs Launen und den anderen Anschuldigungen die Rede, von denen auf einige in gewissen, weniger aufgeklärten Ländern noch immer die Todesstrafe steht. Interessant. Oh. Könnte sich als nützlich erweisen. Ja, dann sagen wir jetzt einfach, dass wir Models sind. Und dann lässt er uns rein und dann können wir ihn verhören. Ich beschloss, es nochmal zu versuchen. Sie schon wieder? Was ist denn diesmal? Wir sind Models. Tag, Mr. Hobbs. Wir kommen von der Modellagentur. Wurde aber auch Zeit. Meine Frist drängt. Kommen Sie rauf. Okay, sorry. Dann mal rein in die Geschichte. Wird auch Zeit, dass Sie auftauchen. Hallo, Mr. Hobbs. Dürfte ich vielleicht... Schnauze, Fury. Keine Zeit für Gequassel. Hinter dem Paravent können Sie sich ausziehen. Ausziehen? Sowas abgemacht. 20 extra, weil ich sie ohne Klamotten brauche. Das Atelier war ein Eiskeller. Sie müssen sich nicht ausziehen, Schätzchen. Ich habe eine lebhafte Fantasie, die wird genügen. Ach, was soll's. Pflanzen Sie sich da drüben auf den Teppich und machen Sie mir die Belle Epoque-Schlampe. Was? Allerliebst. Genauso bleiben. Nico sorgte prima für Ablenkung. Mir musste nur noch was einfallen, wie ich an die Mappe rankam. Wo sind wir denn hier reingeraten? Naja gut, gehen wir erstmal hinter dieses Paravent. Wie uns ja befohlen wurde. Meine Güte, das ist doch George Stoppard! Lady Piemont, Himmel, Sie sind ja... Oh Gott. Nacht? Aber natürlich. Als Muse eines Malers ist man des Öfteren in Pelotas. Also, George, nicht zu schüchtern. Kommen Sie in meine Arme. Krass, Lady Piemont, erinnert ihr euch? Der Abend hatte begonnen. Ich war gefangen, saß in der Falle, erstickte in Lavendelschwaden. George, Liebster, reichen Sie mir meinen Morgenrock. Es ist so kalt hier. Erinnert ihr euch, Lady Piemont, erster Teil von Baphomets Fluch, in dem Hotel? Oi, was soll denn das mit dem beknackten Morgenrock an? Himmel, Herrgott, ich brauche sie doch nackt!
Ich habe eine Frist einzuhalten. Nun, mit solchen Manieren können Sie Ihre Frist vergessen. Und außerdem ist es eiskalt hier drin. Lady Pierrmont und ich waren uns schon mal begegnet. Sie war überlebensgroß in jeder Beziehung. Ja, krass. Das finde ich schön, dass wir die wieder treffen. Also wie gesagt, erster Teil Baphomets Fluch, wer es noch nicht kennt, könnt ihr auch bei mir sonst schauen. Baphomets Fluch Teil 1. Ja, da haben wir die ja in dem Hotel Ubu getroffen. Da hat sie uns ja damals sehr geholfen, indem sie sich als Friedensrichterin ausgegeben hat und den Rezeptionisten abgelenkt hat, damit wir dann auf das Zimmer von Khan konnten, wo wir damals noch dachten, das wäre unser Feind, aber der nachher dann doch unser Freund war. Bin mal gespannt, ob wir den auch wiedersehen. Wow, eine alte Bolfson-Wang-Anlage. Sowas hatte ich ja ewig nicht mehr gesehen. Khan haben wir ja in Teil 2,5 wieder getroffen. Da hat er uns ja geholfen, hat sich herausgestellt, dass er unser Freund war, hat uns ja damals geholfen, die Rückkehr der Templerritter zu verhindern. Aber ich schweife ab. Gut, wir wollen ja an die Mappe, das heißt, bisher hat Musik immer... Ich drehte die Lautstärke etwas auf. Ich drehte die Musik wieder leiser. Achso, nee, wir wollen ja aber... Ich drehte die Lautstärke etwas auf. Gut, dann... Ist das das Lauteste? Ich drehte die Lautstärke etwas auf. Irgendwie funktioniert die Ablenkung noch nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Aber wir gehen uns jetzt einfach mal die Map hier angucken, vielleicht. Oi, was soll denn das werden? Oh, sorry, ich wollte mir bloß ein paar ihrer Bilder ansehen. Sie sind sehr gut. Ich weiß. Und diese Mappe ist privat. Fürs Gaffen werden sie hier nicht bezahlt. Runter mit den beknackten Klamotten. Sag mal. Sorry. Wie redet ihr denn mit uns? Verzeihung, Mr. Hobbs. Mann, was wollen Sie denn? Sie sollten nackig da auf dem Teppich liegen und Ihre Kronjuwelen blitzen lassen. Ja, ganz genau. Dürfte ich Ihnen vorher bloß ein paar Fragen stellen? Himmel, ein Modell, das sich schämt und schwätzt. Hab ich Geburtstag oder was? Ich höre, Sie haben das Gemälde restauriert, das vor kurzem in Paris gestohlen worden ist. Kann gut sein. Ein schönes Stück. Man riecht förmlich den Schmerz in jedem Pinselstrich. Er gibt's einfach direkt zu, okay. Kennen Sie einen Russen namens Medowski? Kennen Sie Medowski? Jeder aus der Londoner Kunstszene kennt Medowski. Und jeder aus der Londoner Kunstszene, der seine Kniescheiben liebt, weiß, wann es Zeit ist, die Klappe zu halten. Oh. Verzeihung, Mr. Hobbs. Was denn jetzt? Was ist denn in der Mappe, dass Sie sie so ängstlich hüten? Kleine Jungs sollten ihren Rüssel aus anderer Leute Sachen raushalten. Ist das klar? Sorry. Absolut. Ich behalte sie im Auge, Freundchen. Wie lange steht Lady Pierrmont schon als Modell in Ihren Diensten? In meinen Diensten? Eher auf mich. Was dieses Nackigmachen betrifft. Mann, was denn nun? Angst, dass er ihn vor Kälte nach innen schlüpft? Nein, es ist bloß... Das erste Mal? Alles ein bisschen peinlich? Also, wenn's hilft, machen wir uns halt alle nackig. Nein, auf keinen Fall. Duh. Na ja dann, was soll das Gezicke? Zeigen Sie dem Affen die Nüsschen. In meiner Familie hieß es immer, wenn eine Sache es wert ist, getan zu werden, dann tu sie anständig angezogen. Richtig. Ich dachte, Sie sind Restaurator, aber was Sie da malen, ist ja ein ganz neues Bild. Naja, schauen Sie, manche Kunden wollen ein Bild, das sie nicht besitzen, ganz neu gemalt, wenn Sie verstehen. Also doch, Kunstfälscher. Leider nein. Schon gut, Sonnenschein. Selig sind die Armen im Geiste.
Also doch ein... Ich werde sie jetzt mal wieder malen lassen. Sie sind zu gütig. Also irgendwas ist ja hier offensichtlich mit dem... Ich weiß irgendwie noch nicht so ganz, wie wir hier weiterkommen sollen, aber wir machen jetzt einfach mal das... Hey! Finger weg von dem Ding! Die Heizung zieht zu viel Strom. Das verkraftet das Netz hier nicht. Sorry. Okay, jetzt habe ich eine Idee, weil ich sag mal, das letzte Mal, als wir was erreichen wollten und uns irgendein Typ davon abgehalten hat, das zu erreichen, hat Lady Pyrmont uns ja geholfen. Das heißt, wir werden sie jetzt auch nochmal auf das Thermostat ansetzen. Oh, George, seien Sie ein Schatz und sehen Sie nach der Heizung. Mal sehen, was ich tun kann. Haben wir ja gerade. Hey! Ich hab doch gesagt, fassen Sie das Thermostat nicht an! Sorry, aber Lady Pyrmont friert und ich dachte... Hören Sie, Mann, ich weiß, es ist arschkalt hier drin, aber die Verkabelung in diesem Gebäude ist uralt. Das haut nur die Sicherung raus. Majestät wird sich dran gewöhnen, dass es ihr die Haare aufstellt. Lady Pyrmont, Mr. Hobbs lässt mich die Heizung nicht aufdrehen. Ja, jetzt könnt ihr euch vor was freuen. Das werden wir ja sehen. Ja, jetzt wird's hier männlich. Ach, herrje. Wenn Sie die Heizung nicht höher drehen, verweigere ich die Kooperation. Lady Pyrmont, die Stromkabel hier halten die Belastung nicht aus. Sie wissen doch, wie alte Gebäude sind. Dann erkläre ich diese Sitzung hiermit für beendet. Moment mal, Lady Pyrmont. Nicht so hastig. Ich bin sicher, ich kann Sie zufriedenstellen. Schön. Vielleicht fangen Sie damit an, dass Sie George die Heizung aufdrehen lassen. Ja, echt mal. Ach, gut, tun Sie's. Aber vorsichtig. Der Strom hier ist temperamentvoll. Okay. Ich glaube, so langsam haben wir eine Idee. Einerseits werden wir jetzt... Ich drehte das Thermostat bis zum Anschlag auf. Perfekt. Einerseits werden wir jetzt probieren, hier diesen Strom zum Erliegen zu bringen, sozusagen. Andererseits werden wir... Konnte ich die instabile Stromversorgung Vorteil nutzen? Jetzt lass mich doch mal meinen Gedanken zu Ende fassen, George. Wir versuchen jetzt hier den Strom zur Überlastung zu bringen und füllen gleichzeitig Hobbs ab. Weil wir haben ja hier im Auto den Whisky geklaut und der säuft ja hier in einer Tour offensichtlich. Das heißt, wir werden ihm da jetzt nach und nach Whisky einschenken, damit er immer besoffener... Noch mal die Luft raus, Mr. Hobbs? Klar, von mir aus. Damit er immer betrunkener wird. Und dann werden wir irgendwie probieren, diesen Strom zum Erliegen sozusagen zu bringen. Können uns dann die Mappe klauen und... Was ist denn eigentlich hier oben? Also das ist zumindest jetzt so meine Idee. Ob das klappt, weiß ich nicht. Aber schauen wir mal. Aufzugknöpfe, was denn? Ach, das Ding hier oder was? Ah. Oh Mann, gehen Sie da runter. Sie legen den Strom im ganzen Haus lahm, wenn Sie nicht aufpassen. Ja, das ist genau... Wenn der Strom wegbliebe, wäre Hobbs mit Sicherheit abgelenkt. Aber der Aufzug würde kaum das ganze System lahmlegen. Hätten Sie kurz Zeit, Lady Pyrmont? Für Sie doch immer, George. Wie kann ich helfen? Vielleicht können wir den Aufzug noch mehr zur Belastung bringen, wenn die Lady da draufsteckt. Wir brauchen Ihre Hilfe. Weil dann muss wie der Aufzug... Freund, was darf es sein? Eine List? Ein schlauer Schwindel? Es genügt, wenn Sie die Aufzugplattform hinter sich besteigen. Aber gern. Ist es gut so, George, Liebling? Perfekt. Bleiben Sie genau da. Gut.
Dann animieren wir jetzt Hobbs einfach noch mehr zu trinken. Vielleicht klappt das, keine Ahnung. Darf's noch ein Whisky sein? Danke, aber mein Glas ist noch voll. Also. Egal. Dann drücken wir jetzt trotzdem auf den Aufzugknopf in der Hoffnung, dass jetzt der Strom ausfällt, weil der Aufzug sich noch mehr anstrengen muss, um das Gewicht der Person sozusagen zu transportieren. Dann fällt hier alles aus, er ist abgelenkt, wir klauen das Gemälde und ja, Fall gelöst. Perfekt. Oh, nicht schon wieder. Das hat jetzt irgendwie nicht so geklappt, wie ich eigentlich wollte. Es war zu spät, einen Blick in die Mappe zu erhaschen. Ah, wir müssen einfach warten. Okay, wir fahren jetzt den Aufzug wieder runter. In der Zwischenzeit hoffen wir, dass Hobbs sein Glas leer trinkt. Ah, jetzt ist er schon deutlich besoffener, sieht er? Jetzt, George, jetzt beeil dich doch mal, der läuft doch die Treppe runter, als ob die aus Eierschalen wäre oder so. Jetzt mach. Jetzt oder nie. Ja, nu, mach, komm. Das wollen wir Das war nicht. eine von Hobbs Skizzen. Das wollen wir auch nicht sehen. Auch nicht. Tja, es war nicht La Maledictio. Aber das ist doch hier die Es schien Schlange. allerdings eine Studie eines Bildausschnitts zu sein, des Ouroboros. Aber in der Mitte der Zeichnung war irgendetwas anders. Die Ich klauen wir dachte, die mal. Skizze könnte ich brauchen und nahm sie mit. Was zum Kuckuck wollen Sie damit? Das sind private Papiere. Ach komm. Wie? Wie lustig. Wie damals, als Sie noch Privatdetektiv waren, George. Sie sind gar keine Modelle? Nö. Nein, Mr. Hobbs. Sie können kein Bulle sein. Sie sind nicht blöd genug. Und was zum Teufel suchen Sie in meinem Atelier? Die Wahrheit. Wir ermitteln im Kunstraub des Gemäldes La Maledictio. Ich sagte ja, ich hab's nur restauriert. Ich lebe davon, vom Restaurieren. Und diese Skizzen? Studien bei der Restaurierung gemacht. Weiter nichts. Ich habe nichts mit dem zu tun, was passiert ist, nachdem es mein Atelier verlassen hat. Woher sollte ich wissen, dass Henri deswegen sterben würde? Aha. Das weiß er Moment offensichtlich mal, schon. woher wissen Sie denn, dass Henri tot ist? Sehen Sie mal, er und ich kannten uns schon ewig. Le Lézard Bleu lief nicht gut, also habe ich ihm das Bild vermittelt. Das hätte alles nicht passieren dürfen. Gut, ich würde sagen, bevor wir das Verhör mit Hobbs weiterführen, beenden wir an der Stelle erstmal die Folge. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und tschüss.